Da seid ihr ja schon wieder. Oh, wow, entschuldigt bitte. Ich hätte es ja fast vergessen. Wir wollten ja noch den letzten und den vierten Teil machen. Den, wo ich euch nochmal ganz kurz erkläre, wie ihr das noch in schöne Splitdiagramme teilt. Lasst uns doch mal damit heute noch anfangen. Bevor wir jetzt das Ganze hier starten, möchte ich euch einmal zeigen, wie das im ausgedruckten Zustand aussieht. Hier seht ihr im Prinzip das Display, den ganzen Rahmen hier hinten dran. Ich zeige euch das am besten noch mal ein bisschen näher. So, also hier haben wir jetzt im Prinzip das Display, was ich euch ja mal etwas genauer zeigen wollte, wie ich das letzten Endes ja nun auch mit euch konstruiert habe. Hier seht ihr das mal jetzt im fertigen Zustand. Hier seht ihr zum Beispiel, dass wunderbar auch das andere Raspberry reinpasst. Ich habe jetzt hier mal einen Dreier drinne. Ein Vierer, Moment, habe ich auch noch. Das wäre dann jetzt zum Beispiel ein Raspberry 4. Ihr seht im Prinzip, das geht hier auch einwandfrei dann zusammen hinein. Das sollte überhaupt gar kein Problem darstellen. Ihr wisst ja, wir haben das Ganze mit einem Grundrahmen gemacht. Das hat jetzt im ersten Teil, da haben wir uns ja um diesen Rahmen hier gekümmert. Im zweiten Teil haben wir uns um dieses Teil im Prinzip hier gekümmert und im dritten und ja auch, glaube ich, im zweiten noch um das hier, um diese Backplate. Und im dritten Teil hatten wir uns ja um diesen Arm hier gekümmert. Wundert euch nicht, das sieht ein bisschen komisch aus. Das ist halt leider der erste Ausdruck gewesen. Für euch habe ich die Teile ja in dieser STL und in diesem ganzen Download-Paket, was ich euch im letzten Teil schon in der Beschreibung verlinkt hatte, schon etwas verbessert. Ihr seht dann jetzt hier auch diesen Halter, den ich konstruiert habe. Auch hier habe ich einen Fehler gemacht, wie man sieht. Ich habe hier die Muttern einfach nicht mehr reingekriegt. Das, ja, da hilft dann bloß ein Lötkolben und den habe ich dann da einfach knallhart reingesetzt. Ich habe leider nicht so einen dünnen, dass das keine Probleme verursacht, warum jetzt auch hier immer noch eine Unterlegscheibe dran rumhängt. Da habe ich die einfach sozusagen reingelötet. Ich hole mal das zweite Teil. Da ich auch sehr viel gefragt wurde, wie das jetzt nachher an dem IKEA-Tisch ist, ich zeige euch das auch gleich nochmal im konstruierten Zustand. Ihr seht im Prinzip, das sind zwei Hälften, die dann im Prinzip genau so miteinander zusammenkommen. Und dann haben sie eine einzige Schraube, die hier komplett durchgeht. Das ist natürlich eine Sache, die kann jeder machen, wie er möchte. Ich wollte, dass es ziemlich eng anliegt. Deswegen brauchte ich auch die zwei Möglichkeiten, weil mit dem Scharnier würdet ihr das Teil hier niemals irgendwie rumkommen. Das klappt einfach nicht. Das liegt so eng an, das geht nicht. Die Maße, die ich da hatte am Anfang, die hatte ich noch zum Glück kurz vorm Druck etwas verkleinert. Im Video waren die etwas zu groß. Da man sieht es hier auch. Das könnte gegebenenfalls Probleme geben. Ich habe die für euch auch schon etwas verkleinert. Hätte da ruhig weniger Luft noch lassen können. Aber wir wollten nochmal auf das Display eingehen. Im Prinzip, das ist natürlich schon die fertige Installation, aber ich zeige euch jetzt mal, ihr könnt dann nämlich auch wunderbar das hier einfach nach oben drücken. Und da seht ihr das mit den Rastnasen, dass es super gut funktioniert. Das ist der 5-Volt-Lüfter. Achtet darauf, dass ihr einen 5-Volt-Lüfter habt. Ich habe am Anfang versehentlich einen 12-Volt-Lüfter gehabt und habe mich gewundert, warum das nicht geht, bis ich dann mal genauer hingeguckt habe. Okay, damit geht es natürlich nicht. Das Raspberry ist klar, das ist jetzt hier halbwegs eingebaut. Ich müsste eigentlich bloß diese eine Platte hier lösen und dann kann ich das ganze Teil lösen. Was man auch sehr gut sieht, ich mache jetzt mal das hier wieder drauf. Das geht eigentlich relativ einfach. Mal gucken, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden. Klack, klack. Klack, klack, ist es drauf. Was natürlich auch sehr gut geklappt hat, ist die Montage hier. Wir hatten ja gesagt, von innen haben wir diese Muttern reingesetzt. Hier sieht man sie so ein bisschen durch. Ich versuche das mal irgendwie in die Kamera zu halten. Man sieht hier die Muttern. Ich habe die schon hier auf der Seite auch eingesetzt gehabt. Das macht es natürlich relativ gut, weil dann kann man natürlich einfach mal den Imbus hier nehmen und das kann man dann hier einfach mal schön festschrauben und dann passiert da nichts. Das Teil auch überhaupt gar kein Problem hier mit diesem Scharnier. Und das hängt dann wunderbar. Das habe ich hier zum Beispiel auch noch verbessert. Solche Fehler werdet ihr auch immer mal wieder haben. Hier ist die Wandstärke eindeutig zu dünn. Ich versuche mal, ich glaube, man sieht es so ein bisschen, dass das hier wie so ein Loch ist. Ich halte mal den Schraubenzieher von innen rein. Dann seht ihr, dass es im Prinzip hier ein Loch gibt. Das war einfach viel zu dünn hier am Rand. Das ist gerade so,
Nicht ganz mal eine Wandstärke hier gewesen, wollte ich gerade sagen, gerade so eine Wandstärke. Hier oben hat die Wandstärke noch gereicht. Hier, wo dieser Ausschnitt für das Plus, was ich da gemacht habe, drin war, da war die Wandstärke 0. Und das konnte der natürlich dann nicht mehr drucken, beziehungsweise war es eben weniger, als der Cura-Slicer eben als eine Wandstärke erkannt hat. Und dann lässt er sich das halt nicht mehr drucken. Wenn man das alles natürlich wunderbar nachher verschraubt hat, dann kann man das nachher hier natürlich an den Halter hier so ranschrauben. Ich schraube das mal ganz kurz temporär hier an für euch. Ups, das ist ganz schön schwer, das ganze Teil mit dem Display da vorne dran, und kaputt machen will ich es mir nun auch nicht. Wie gesagt, den Halter, den könnt ihr ja dann gestalten, wie ihr lustig seid und wie ihr wollt. Da habt ihr ja dann auch freie Hand. Deswegen habe ich das mit euch gemacht, damit ihr da in der Lage seid, euch einen Halter zu bauen. Und jetzt auf das, was ich nochmal hinaus möchte. Man sieht jetzt hier in dem Halter, jetzt habe ich halt hier die Möglichkeit, das Display nach oben und nach unten zu drehen, ohne dass das irgendwelche Probleme verursacht. Deswegen habe ich das auch so gemacht gehabt. Klar, das klemmt ein bisschen, das soll ja auch klemmen. Das Display soll ja nicht, wenn es dann irgendwie jetzt hier so hängt, dann eben schwupp nach unten rutschen. Das soll natürlich dann doch schon in einer gewissen Art und Weise ein bisschen stabil sein. Wir haben im Prinzip alle zusammen diese ganzen Teile hier wunderbar fertig bekommen und haben das auch gut gemacht. Und ich möchte mit euch heute nur noch eine Sache machen. Ich erkläre euch jetzt nochmal, wie ihr jetzt hier das eingeblendete Split-Diagramm nochmal verschönern könnt, wie ihr sowas erstellen könnt. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz, wie man ein paar Komponenten zusammensetzt und wie man eine Schraube macht. Das soll euch jetzt bloß nochmal ganz kurz sein, so letzte Zusammenfassung. Jetzt erstellen wir uns noch zusammen eine Rendering-Ansicht, dass wir das einmal richtig schön hübsch rendern können. Da zeige ich auch mal, wie das geht. Ihr könnt hier Rechtsklick drauf machen, geht auf Darstellung. Jetzt ist natürlich der Noctafan gewählt, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Dann könnt ihr euch hier zum Beispiel Kunststoffe, am besten undurchsichtige Kunststoffe. Und da ich einen Kunststoff in PLA habe, das weiß matt ist, ziehe ich mir das jetzt hier auf den Displayrahmen. Und dann ist es hier oben auch mit in der Auswahl drin. Und dann kann ich das auf alle Elemente einmal durch die Bank weg anwenden. Den Halter noch, das Element noch, dieses und auch dieses. Und schon haben wir hier eine recht hübsche Ansicht. Die kann sich doch sehen lassen. Haben wir das gemacht? Holen wir uns natürlich den Lacktisch noch wieder fertig hier rein. Ich hole mal die restlichen Beinchen rein. Suche mir eine schöne Ansicht aus, wie diese hier. Und wir können jetzt hier oben auf Rendern gehen. Jedoch ist mir das persönlich immer nicht genug. Deswegen mache ich das jetzt nochmal alles weg, was wir nicht brauchen. Ich bin jemand, der gerade beim Rendern das gerne im Detail hätte. Das heißt also inklusive Verschraubungen und Co. Und deswegen machen wir jetzt noch einen kleinen Exkurs und erstellen die passenden Teile, um hier alles zu verschrauben. Wir speichern das einmal, weil das alles so schön ist. Gehen mal in Mechanik rein, hier haben wir noch nichts erstellt. Erstellen eine neue Konstruktion und wir erstellen uns jetzt Schrauben. Ich habe sehr viele DIN 912 Schrauben, das sind M3 Schrauben. Die beschreiben, dass wir einen Imbusschlüssel oben drauf haben. Und wir erstellen uns jetzt mal so diverse Längen. Die kann man immer wieder verwenden. Das zeige ich euch auch gleich, wie man die wiederverwenden kann. Ich habe jetzt hier 6er, 10er, 16er, 20, 30. Ich habe auch noch 100er irgendwo rumfliegen. Wenn man einmal so einen Setzkasten hat, die meisten von uns haben das ja. Also wir erstellen uns eine Skizze, altes genau wie gehabt, bauen wir uns die Skizze auf. Und dann fangen wir einfach an mit dem Konstruieren der Schraube. Was hat also so eine Schraube jetzt prinzipiell? Also zum einen hat sie den 3 mm Durchmesser für das M3-Gewinde. Dann haben wir den Durchmesser des Kopfes, der ist 5,4 mm Durchmesser. Damit haben wir im Prinzip schon mal die Basis der Schraube gegründet, deswegen mache ich die Skizze jetzt auch fertig. Dann nehme ich mir die beiden und ziehe die einmal nach unten. Der Schraubkopf selbst ist 3,1 mm. Ich ziehe das jetzt mit Absicht nach unten,
Jetzt erstelle ich mir hier unten nochmal eine neue Skizze. Die Schraube hat natürlich auch ein Polygon, im Prinzip einen Imbusansatz, wo wir da später die Schraube festschrauben können. Deswegen male ich den hier tatsächlich detailgetreu mit hinein. Der Imbus hat einen Abstand von 2,5, also 1,25. Den extrudiere ich jetzt hier auch nur nach innen ein Stück. So die halbe Schraube. Und jetzt nehme ich mir nochmal die erste Skizze. Jetzt sieht man es hier unten nicht, ich muss es mal größer machen. Da ist der Verlauf unten noch drin. Und den ziehe ich jetzt auf meine entsprechenden Schraubenlängen nach oben. Das erste, was ich mache, ist eine 6 mm Schraube. Das heißt, ich ziehe jetzt hier 6 mm, lasse das verbinden. Ihr seht im Prinzip, hier ist diese Extrusion schon drin. Was ich jetzt sofort mache, damit ich da nicht in Probleme gerate, ist noch die Faser zu machen. Ich mache mir hier überall noch Fasen ran. Die Schraube hat ja von Haus aus auch Fasen. So, 0,2 sollte reichen. Dann gehen wir hierher, machen noch ein Gewinde draußen dran. Er sagt automatisch, es ist ein M3-Gewinde mit ISO-Profil. Das ist alles, passt alles soweit. Modellierung, darauf würde ich an eurer Stelle verzichten. Ich kann euch das hier mal zeigen. Das heißt, dass er tatsächlich auch diese Ausschnitte macht. Das ist gerade, wenn ihr zum Beispiel mal Gewinde drucken wollt, dann müsst ihr das mit Modellierung machen. Ich mache es nur so eine als Art Textur, weil wir sehen das sowieso kaum. Und ich mache okay und ich habe meine erste Schraube fertig. Das speichern wir hier auch, aber nicht unter Druckteile, sondern in Mechanik. Und ich nenne sie M3 DIN 912 6 mm. Das speichern wir. Und weil es so schön ist und ich noch ein paar mehr brauche, brauche ich bloß noch eine Sache machen. Ich habe hier meine Extrusion gemacht gehabt. Dann mache ich nochmal Doppelklick. Die war 6 mm. Jetzt mache ich daraus 10 mm. Und er übernimmt die letzten Änderungen im Konstruktionsverlauf danach automatisch. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich Speichern untermache. Und mache daraus 10 mm. Erstelle mir gleich die nächste Schraube noch für 16, 20 und 30. Haben wir das gemacht, können wir uns noch um ein paar andere Teile kümmern. Deswegen mache ich gleich noch eine Konstruktion, denn wir verwenden hier noch ein wenig mehr. Ich möchte noch zusätzlich zu diesen Informationen eine Mutter dazu machen, die haben wir ja im Prinzip auch verwendet bei uns. Die Mutter, die wir hier erstellen, ist DIN 934, ist auch eine M3 Mutter. Da weiß ich vom Messen her, ihr findet die meisten Daten natürlich auch irgendwo im Internet, dass sie einen Durchmesser von flacher Kante zu flacher Kante von 5,5 hat. Das heißt, dass ihr da 2,75 verwenden müsst. Und natürlich in der Mitte ein 3 mm Loch. Stellen die Skizze fertig. Und die Mutter ist 2,4 mm dick. Und das Ganze fase ich dann einmal noch rundherum durch. Und auch in das Innengewinde kann man hiermit erstellen, das Reinmodellieren, das M3-Gewinde. Und schon können wir das Ganze speichern.
Dann haben wir auch die passende Mutter schon mal fertig. Und natürlich, was mir jetzt noch fehlt, ist noch die passende Unterlegscheibe. Ebenfalls wieder eine Skizze. Die Unterlegscheibe für M3 ist DIN 9021. Sie hat einen Innendurchmesser von 3,3 mm, das Loch in der Mitte. Hat einen Außenkreis von 8,7 mm, ist also eine relativ große. Und hat eine Höhe von 0,8 mm. Das Ganze wieder kurz einmal rundherum gefasst, damit es einfach nur schön aussieht. Und speichern. Bevor wir das jetzt hier im Prinzip alles verwenden, empfiehlt es sich gegebenenfalls auch schon vorher, weil wir verwenden die jetzt relativ häufig, gleich sozusagen die Darstellung fürs Rendering zu setzen. Rechtsklick auf den Körper, Darstellung. Und was ich hier habe, ist Edelstahl, also Metall, Edelstahl und Edelstahl poliert in meinem Fall. Das kann man speichern. Dann ist die Unterlegscheibe schon gleich im richtigen Darstellungsformat. Das mache ich jetzt nochmal ganz schnell für die Muttern und die Schrauben. Haben wir das alles getan, gehen wir wieder zurück zu unserer Konstruktion. Und jetzt können wir hier mal schauen, was wir so benötigen. Gucken wir mal, prüfen. Ich gehe mal von dem zu dem. 40 mm, das heißt, ich kann hier schon gar keine 30 mm Schraube verwenden. Die reicht gar nicht durch. Ich werde also noch ein Zwischenmaß benötigen. Da muss ich mal gucken, was ich dann für einen Typen nehme. Gucken wir mal, was wir hier verwenden können. Ich will euch das auch nur symbolisch zeigen. Von hier nach hier. 15 mm. Eine 16er wird ein bisschen knapp. Also tendenziell kommt hier eher eine 20 mm Schraube rein. Dann zieht ihr euch diese Schraube hier hinein. Richtet die zumindest einmal grob in die Richtung aus. Das heißt, wir müssen hier irgendwie dahin. Schieben die mal hier hoch, damit wir sie besser sehen können, wo sie hin muss. Schieben die grob in diese Richtung. Da ungefähr muss die hin. Dann bewegen wir sie einmal in der Achse. Und sagen Punkt zu Punkt. Wählen einen Ursprungspunkt aus. Das ist der hier. Und ich wähle auch noch einen anderen Punkt aus. Und das ist der Innenkreis. Und dann führt er mir die automatisch genau in diese Mitte hinein. Jetzt kann ich erstmal OK drücken. Und wähle nochmal die Schraube aus. Gehe auf Bewegen, bewege nochmal diese Achse, mache nochmal von Punkt und wähle jetzt dieses Mal die Innenfläche hier aus, also den Innenkreis und wähle natürlich auch hier als Ziel diesen Kreis und die Schraube sitzt perfekt in diesem Loch drin bis nach unten. Dasselbe kann ich jetzt auch mit der Mutter machen, die hole ich mir hinein. Die richtige Position hat sie schon, also die richtige Ausrichtung.
Dann schiebe ich mir die wieder hier grob hin, wo sie hin muss. Und dieses Mal mache ich gar nicht so ein Tamtam, sondern ich schiebe nur einmal diese Achse. Wichtig ist, dass ihr diese Achse schiebt, dass sich nur dieser Wert im Prinzip, den ihr verschieben wollt oder auf den ihr ausrichten wollt, dass der aktiv ist. Macht wieder Punkt zu Punkt. Wählt als Ursprung zum Beispiel den Kreis. Und als Ziel wählt ihr den anderen Kreis. Und dann drückt ihr im Prinzip OK. Die Mutter sitzt jetzt genau auf dem inneren Element drin, nur sie leider noch etwas verdreht, aber das Verdreht kriegen wir auch noch hin. Nochmal anklicken, bewegen, rotieren und da wir die Mutter, wir nehmen am besten das hier, da wir die Mutter ja halt genau zentral in unserer Zeichnung angelegt haben, haben wir hier auch kein großes Tara und wir drehen die uns noch an die richtige Position, damit es schick aussieht. Und schon habt ihr im Prinzip genau hier eine Schraubverbindung, genauso wie sie in der Realität ist. Das könnt ihr jetzt auf alle sozusagen weitermachen. Und dann habt ihr für euren Rahmen im Prinzip auch schon gleich eine Art Stückliste, in dem ihr sagt, okay, ihr braucht sozusagen diese und diese Schrauben. Aber genau das möchte ich jetzt alles nicht noch im Detail machen. Ihr könnt es nachher auch dann auseinanderziehen, könnt daraus Splitdiagramme erstellen. Ich möchte mit euch jetzt noch auf den Punkt des Renderings eingehen. Das ist dieser hier. Ihr könnt es hier oben nach Konstruktion noch auswählen. Wir speichern noch einmal das Objekt ab. Und wie ihr hier seht, habt ihr im Prinzip den Tisch jetzt hier, das Tischbein. Ihr habt den Rahmen. Was ich gerne mache, ist jetzt hier im Anrichtsbereich zu rendern. Es dauert einen klitzekleinen Moment und er rendert es dann direkt hier bei euch in der Ansicht. Ist das Rendering abgeschlossen? Solltet ihr jetzt hier nichts mehr bewegen, ansonsten wird das nochmal von vorne anfangen, wenn ihr es im Ansichtsbereich macht. Drückt hier auf Bild erfassen, drückt auf OK und ich nenne es einfach mal B1 für Bild 1, weil alle Nachfolgenden heißen identisch. Wenn ihr das dreht, so wie jetzt in diesem Fall, versucht ihr das sofort wieder nachzurendern, das ist natürlich etwas komplizierter. Und lassen diese Ansicht hier auch nochmal rendern. Ist das auch abgeschlossen, speichere ich das Bild jetzt auch einmal ab. Mache ich jetzt meine ganze Konstruktion zu, da wir jetzt fertig sind mit Fusion. Dann hole ich nochmal die Bilder rein, so wie wir sie jetzt hier gesehen haben. Und ich habe dann im Prinzip genau diese Ansichten. Die sind bei weitem nicht so schön. Ihr könnt auch über die Cloud rendern, dann sind diese ganzen Krisseleffekte weg. Aber sie zeigen doch sehr eindrucksvoll, was möglich ist. Jetzt möchte ich noch auf einen kleinen Punkt eingehen, und zwar, wie bekommt ihr jetzt daraus noch eure Dateien? Wir haben die so schön, diese ganzen Druckteile hier einzeln erfasst. Dann geht ihr einfach mal in so ein Objekt hinein. Ich empfehle euch, nicht über Export die Sachen zu exportieren. Das dauert fürchterlich lange. Nehmt hier diesen Körper, macht Rechtsklick und sagt als STL speichern. Dann werdet ihr hier gefragt, wie fein. Ich mag meistens diese Stufen hier drin als hoch. Macht OK und dann speichert das euch leider als Name dieses Körpers. Also müsst ihr nochmal vielleicht das so speichern mit einem eigenen Namen. Das Objekt ist sofort verfügbar. Es ist hier entstanden. Dann mache ich nochmal schnell Cura auf.
Und wenn Cura sich initialisiert hat, können wir das Objekt einfach in Cura hineinziehen. Richten es nochmal auf die Platte aus. Und ihr seht, dass es in einem Anycubic i3 Mega ziemlich eng wird, dieses zu drucken. Das reicht gerade so von Kante zu Kante. So muss ich jetzt jedes Teil durchgehen, eine optimale Position finden, nach Möglichkeit mit wenig Stützstruktur arbeiten, versucht, dass er das minimiert. Und dann lasst uns das einfach mal ausdrucken und schauen, wie es nachher am Tisch aussieht. Jetzt haben wir im Prinzip zusammen alles soweit fertig gemacht. Ihr wisst also auch, wie man so ein bisschen, zumindest in Ansätzen, die ganzen Sachen zusammenfügt, wie man vielleicht noch das ein oder andere Mechanische dazu benutzt, also eine Schraube erstellt, um diese ganze Grafik ein bisschen aufzuhübschen, das ein bisschen schicker zu machen. Man kann die jetzt ein bisschen auseinanderziehen. Darauf möchte ich aber noch ein andermal eingehen. Ich bin, wie gesagt, was einige schon mitbekommen haben und was ich auch schon bereits erwähnt habe, dabei, Kurse für euch alle fertig zu machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich diese ganzen Kurse nachher online bringe, in Blöcken, weil ich habe das jetzt mittlerweile tatsächlich geschafft, das in drei verschiedene Kategorien zu teilen, dass es wirklich für Anfänger ist, was für Fortgeschrittene und für Experten. Es gibt eine ganze Menge Themen, die man da abhandeln kann. Ich will die Videos auch definitiv kurz halten und auch immer nur auf ein Thema und oder eine Funktion von Fusion da eingehen. Wie ich diese noch online bringe, das kann ich euch noch nicht genau sagen, aber es wird auf alle Fälle zeitnah auch da dann noch Videos geben. Also bis dato, bleibt mir alle gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.